Eine Kreditkarte zum Frühstück. Klingt nicht nach der perfekten Mahlzeit. Fakt ist aber, durch Kosmetikartikel, Essen, Trinken und Atmen nehmen wir 5 Gramm Mikroplastik auf und das jede Woche. Ich sage ein Beispiel, wenn man sich heute ein Plastikgefäß kauft und gießt da in warmes Wasser rein, dann nimmt man automatisch Mikroplastik in sich auf. Mikroplastik sind Plastikteilchen unter 5 mm Größe. Mittlerweile weiß man, dass das auch langfristig unser Hormonsystem belastet. Grundsätzlich ist es so, aber dass hier Stoffwechselvorgänge im Körper beeinflusst werden und sozusagen mehr Östrogene auch erzeugt werden zum Beispiel oder auch gewisse Stoffwechselwege komplett blockiert werden. Es geht ja gar nicht um die junge, gesunde Frau oder den jungen, gesunden Mann, sondern es geht ja um Schwangere, um Kinder, um Krebskranke, die vielleicht einen Tumor haben, der hormonaktiv ist und der auf Hormone wächst. Bis zu 300.000 Tonnen Mikroplastik landen jedes Jahr in unserer Umwelt, so die EU-Kommission. Das ist so viel wie 10.000 voll beladene Zugwaggons. Damit gelangt Mikroplastik auch in unsere Gewässer. Der Unternehmer Ulrich Kubinger und sein Team reinigen verschmutztes Wasser. Wir haben Produkte entwickelt, um diese kleinsten Mikroplastikpartikel zu binden. Das heißt, wir können das aus dem Wasser dann abtrennen, ganz gezielt. Man muss sich das vorstellen, dass auch diese Mikroplastikpartikel eine gewisse Oberflächenladung haben und wir fischen die sozusagen über diese Ladung heraus. Im Stift Reichersberg gibt Ulrich Kubinger dieses Wissen weiter. Ich glaube, es ist auch ein Herzensanliegen. Es ist nicht nur Arbeit, sondern es kommt von innen her. Er möchte hier etwas bewegen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Menschen erreichen, dass wir Menschen erreichen, die mit dem Thema zu tun haben, um hier weitere Aufklärung zu machen und dass es hier eine Bereicherung gibt. Denn je sauberer unsere Umwelt und unser Wasser, desto gesünder sind wir alle.